Ja, und damit willkommen zurück zu der zweiten Episode von Stray. In der letzten Episode, ja, haben wir leider unsere Freunde verloren, oder nicht ganz verloren, wir sind ja leider abgestürzt, wurden gejagt und wir haben jetzt hier einen neuen Freund gekriegt, wo ich nicht weiß, wo er hin ist. Was öffnen? E. Hä, wie denn? Hä? Also das E ist es wie Auskraut. Hä? Oder müssen wir uns so einen Kollegen da irgendwie holen? Aber der ist ja weggeflogen hier. Ah, warte mal. Dieser Schlüssel schließt die Tür auf. So viel weiß ich noch. Okay. Lass mich das für dich machen. Okay. Die Batterie ist schon fast leer. Komm mal her. Hä? Die musst du. Okay. Na. Aber das kenne ich noch vom Elternhaus, als wir die Katzenzucht hatten. Und wenn man dann teilweise mit den Katzen raus. So geil aus. Wenn die Katzen so Halsband umgelegt haben oder die Leine, dann haben die ähnlich reagiert. Ist das geil. So putzig. Muss die Socksack bitte für kleine Vierbeine wie dich entworfen. Okay. Ja, ist unbequem wohl. Da bin ich da gewöhnt. Ich habe den Schlüssel digitalisiert und den Rucksack verstaut. Okay. Ab in. Ah. Okay, wie kann ich weitergehen? Achso, mit 1 und 2. Okay. Alles klar. Okay. Ja, gehen wir hier mal raus. Hilfst du mir dann eigentlich auch? Ja, Schlüssel bitte. Ich habe eine Taschenlampe. Achso, das ist dann eh. Oh, ist das cool umgesetzt. Dass er dann in die Richtung schaut, wo ich hin. Ah, cool. Klavier. Komm ich da auf die Tasten rauf? Nice. Auch an das haben sie gedacht. Okay. Oh. Wir brauchen einen PIN-Code. Was hole ich hier drin? Was? Code? 3748. Okay. Ah, ich kann den aber. Ah, okay. Ich kann ihn auch hier draußen holen. Woher weißt du das? Mit welchem Aufzug? Ich sehe hier. Oh no, das ist die Gasse, wo man, glaube ich. Ah, es ist eine andere. Aber sieht schlimm aus. Oh, so cool. Ja, eklig da unten. Ich glaube, die saugen wie die Energie aus Robotern und Menschen raus. Cute. Hä? Warte nämlich die Außenwelt. Fühlt sich an, als wäre ich schon einmal dort gewesen. Ist das der Ort, von dem du kommst? Ja, nicht ganz.
habe jemand versprochen, dass ich dorthin gehen würde. Nur wem? Diese Postkarte, das Mauerbild wurde nach ihr gemalt. Lass sie uns mitnehmen. Okay. Postkarte. Warum habe ich diese Erinnerungen? Woher kommen sie? Lass uns weitergehen. Ah, okay. Warte mal, wie ging das jetzt wieder? Mit Tab? Untersuchen. Ja. Okay, da steht was drauf. Die Außenwelt, wir werden den Himmel wiedersehen, das verspreche ich. Moment einmal. Himmel? Naja, stimmt. Ist ein bisschen dunkel hier. Okay. Erinnerung. Wie viele Daten abgeschlossen? Erinnerung zeigen. Ja. Okay. Zeig eigentlich schon das gleiche an. Okay. Weg hier. Was ist denn... Ach, meintest du das mit dem Aufzug? Das ist das große Ding da. Ist Roboter hier erlaubt, oder wie? Übersetzen. Sicherheitszone. Oh, cool. Irgendwie gehen wir halt immer weiter nach unten, ne? Okay, wir laufen. Oh ja, kommt's, Gott sei Dank nicht. Ihr seid... Oh, scheiße. Oh, scheiße, scheiße. Ich möchte da nach oben. Ach du Scheiße, die kommen hier. Lebt einer. Die Slums. Hey, alles gut, ich bin nur eine Katze. Oh, was zum... Nein. Ach komm, da kannst du drüber springen. Warum habt ihr alle Schiss von mir? Ich bin nochmal ultra niedlich. Hm, geht's auch nicht weiter. Geht es fast. Was wird denn das jetzt, wenn es fertig ist? Soll ich jetzt da zu dir? Sie scheinen ihre eigene Sprache zu haben. Du bist kein Zerg. Ach, Zerg sind die hier, oder wie? Wir sind mit deiner Art nicht vertraut. Du bist in so einem Dorf willkommen, solange du niemanden... nee, höchstens Mäuse. Keine Sorge. Als Roboter sollte es doch irgendwie schlau sein und das erkennen, dass ich nur eine Katze bin. Boah, sind die verstört.
Okay. Ja, natürlich machen wir auch das hier wieder. Ach, die schlafen. Du hast uns so einen Schrecken eingejagt, wir dachten, du wärst ein Zerg. Ach nee, ah. Okay, jetzt macht's mehr Sinn. Zergs sind vermutlich diese komischen Hüpfdinger da. Gegenstand anzeigen, wie? Postkarte? Oh, sehr hübsch. Okay. Ach, Joris. Mit dir kann ich nicht. Dachtest du wirklich, du könntest den Aufzug nehmen? Ich habe noch nie gesehen, dass wir das, wie das Ding funktioniert. Und ich werde morgen 374 Jahre alt. Oh, du bist alt. Und ich habe doch gar nichts vom Aufzug gesagt. Zeig mal auch dir mal die Postkarte. So ein schöner Traum. Wie schade, dass es nur ein Traum ist. Oh. Warum da hochgehen? Da ist doch nichts. Auch die Karte. Ich glaube, Momo hat auch so ein paar Bilder. Hast du es ihm gezeigt? Nee. Weißt du, Momo? Bist du das? Die stellen wir denn wieder zu, nicht mit seltsamen Bildern. Okay. Du hast einfach nur Wächter. Ah, und ihr seid jetzt auch wieder draußen. Dieser Kerl scheint eine Menge über den Gegend hier zu wissen. Ja, da? Hä? Also doch ihm. Wächter sprechen. Was brauchst du? Gegenstand. Das da. Oh, Bild von außen wird lächerlich. Dieser Aufzug ist außer Betrieb. Jeder weiß, dass es unmöglich ist, diesen Ort zu verlassen. Naja, außer den Außenwäldern. Aber die sind jetzt alle weg. Außer Momo. Du kannst versuchen, mit ihm zu reden, wenn du willst. Aber er hat es aufgegeben, hier rauszukommen. Das ist doch besser so. Er wohnt hoch oben in dem Gebäude mit dem orangefarbenen Neonschild. Okay. Und zunächst drücke 1 und bitte um Hilfe. Was machst denn du dann? Zögere nicht, mit dir Zeit zu rufen. Ich bin hier, um zu helfen. Ja, okay. Der Wächter hat uns gesagt, wir sollen mit Momo oben auf den. Er ist der Einzige, der. Ja. Das war jetzt nicht wirklich eine Hilfe. Das war nur eine Wiederholung. Was ist da? Das? Hallo, ich bin der Kaufmann vom Markt. Gibst du mir etwas? Ich gebe dir im Austausch auch etwas. So einfach ist das. Das ist ein Satz Stromkabel, das Beste auf dem Markt. Im Tausch will ich dafür ein super Spiritus-Reinigungsmittel. Das ist das Beste, was ich tun kann. Okay. Was gibt es also auch hier? Was ist das? Das ist ein uraltes Relikt, ein Zeugnis für das Talent unserer Vorfahren. 3 Dosen Energy, weniger ist nicht drin. Okay. Notenblatt. Jetzt muss ich hier also noch Zeugs finden. Wir haben Glück, dass wir diese Gegenstände haben, uns gegen die Zeugs zu verteidigen. Insgesamt gibt es viele Bedrohungen und Vorsorge ist das A und O. Na, hast du wohl recht. Okay. Dann tun wir uns mal umgucken. Da. Snow. Okay. Gibt's mal nichts zum Holen hier. Können wir hier Sachen klauen? Geil. Okay, ich kann hier einfach. Zumindest kein Gegenstand interessant für die Katze.
was merken. Jemand merkt, dass hier eine komische Suppe ist? Esst die das wirklich? Ursprünglich hatten sie keinen Verdauungsapparat. Vielleicht haben sie sich irgendwie weiterentwickelt, indem sie den Menschen nachahmten? Meinst du, ich sollte mal was davon probieren? Ich möchte nicht respektlos gegenüber Lebensweise sein. Ach, das hilft ihm mit der Erinnerung. Okay. Da hat's noch was. Notenblatt. Okay. Mein Sinn. Das ist die Zeitung von den Leuten, die oben auf Ebene 2 wohnen. Sie ist zwar schon ein paar Jahre alt, aber es lohnt sich, sie zu lesen. Okay. Kann man mit den Kugeln hier was machen? Oh nein, wie süß. Komm. Oh. Okay, ich glaube, mehr hat sie nicht. Dann gehen wir hier mal wieder raus. Nach unten hin. Und schauen wir mal, dass wir irgendwie hier nach oben kommen. Okay. Schon mal nicht so schlecht. Na komm. Ball. Und? wo ist das Haus? Ach, das Haus, ja. Da zumindest mein Exit, wenn wir schnell wieder hier. Oh, da schläft sogar einer. Hallo. Diese Lichtkreise sind schon so schön anzuschauen, aber ich möchte eines Tages den echten Himmel sehen. Ach, stimmt, jetzt, wo du es sagst. Ist mir gar nicht aufgefallen. So. Das Fenster offen. Sehr gut. Da ist er ja. Oh. Der erinnert mich irgendwie an Dr. Brown. Keine Ahnung wieso. Das wird niemals funktionieren. Warum habe ich sie gehen lassen? Jetzt bin ich ganz alleine. Hey du, was willst du? Der ist da. Ist das ein Bild von der Außenwelt? Willst du dorthin gehen? Ja. Mach dir nicht die Mühe. Es ist Zeitverschwendung. Es wird dir nur Einsamkeit und Verzweiflung bringen. Meine Freunde hatten diesen Traum auch, aber jetzt sind sie weg und ich bin ganz allein. Ich weiß nicht, wo sie gelandet sind. Ich habe versucht, sie zu kontaktieren, aber dieser Sendeempfänger funktioniert nicht. Jetzt kann ich da irgendwie nach oben scrollen wieder. Meine Freunde, unsere Recherchen über die Außenwelt hat Notiz gemacht. Hier, nimm meine, wenn du wirklich nach draußen willst. Notizbuch. Du bist auf dich allein gestellt. Ich bin fertig mit dieser Außenwelt. Viel Glück. Okay. Omo scheint sehr traurig zu sein. Er vermisst seine Freunde. Ja. Lass mal einen Blick ins Notizbuch werfen, das er uns gegeben hat. Was? Wie kann ich denn das wieder... so geht es. Das Manifest der Außenweltler. Wir müssen uns um jeden Preis die Außenwelt erreichen. Wir müssen unsere Brüder und Schwestern schützen. Wir müssen uns von den Zugs fernhalten. Ja. Es ist unterschrieben mit Clementine, Zabaltasar, Doc und Momo. Sieht so aus, als ob Momos Name später hinzugefügt wurde. Ich denke, wir sollten die anderen Notizbücher finden. Okay. Und die sind hier? Irgendwo? Na. No. Was kann ich damit machen? Nein! Geil! Oh, jetzt geht auch die Steuerung nicht mehr richtig.
Nein! Oh mein Gott! Ah, okay. Oh, da gibt's ja was zum Übersetzen. Außenweltler. Okay. Jetzt aber auch nichts Nützliches. Da ist die Tür. Oh, ja klar. So doof, aber es hat was. Schön. Genau, sehe ich da. Oh, wieder zu Hause 2. Ich erinnere mich an dieses Videospiel. Okay. Es wurde kurz nach meiner Erschaffung herausgebracht. Glaube ich. Ich kann mich kaum noch daran erinnern. Der Wissenschaftler und ich haben viel Zeit damit verbracht, das zu spielen. Es hat Spaß gemacht. Es fehlt mir. Warum kann ich mich nicht an seinen Namen erinnern? Ah, das wird schon noch. Okay. Also dann... Ja, mit die haben wir ja schon gesprochen. Notizbücher finden. Na, da oben hat es auch noch was. Was? Die Stadt hat eine. Die Stadt hat eine zylindrische Form mit einem Durchmesser von etwa 54 Metern. Ist eigentlich gar nicht mehr so groß. Es gibt eine Ebene über der unsrigen. Die Stadt scheint eine Kuppel zu haben. Wenn ich meinen Büchern glaube, liegt dahinter ein großer blauer Himmel verborgen. Hm. Okay. Was ist das da? Kuh? Achso, das ist einfach nur ein kleiner Ball hier. Alles klar. Oh, da oben hat es auch noch was. Erde, die Erde ist der dritte Planet von der Sonne hinsichtlich Masse und Durchmesser. Der fünftgrößte im Sonnensystem. Bis heute ist das einzige Himmelsolik, das bekanntlich Leben beherbergt. Okay, das sind Fakten zur Erde. No. So, raus hier. Ist das Symbol an der Wand, stimmt mit dem auf dem Notizbuch überein? Ach so. Okay. So, dann ab in den Eimer und auf die andere Seite. Denke ich wieder nach oben. Okay, also die Schnur bewegt sich nicht. Ah, so ein kleiner Bug hier. So, Space. Space, aber darüber. Ach, das wäre dann umständlich hier wieder nach unten zu kommen. Das ist das Zeugs da auf dem Tisch, oder? Nope. Das ist mal ein schönes Artwork hier. Nice. Oh, die Fritteuse sieht auch nicht mal so geil aus. Von Clementine viel nehmen. Nice. Eine Ausnahme der Notizbuch. Es ist das gleiche Logo wie das, das Momo uns gegeben hat. Das hier scheint jemand namens Clementine zu gehören. Alles läuft nach Plan. Die haben es geschafft. Was? Ah. Die Oberebene ist so kontaktiert, bevor der Sendeempfänger abgestürzt ist. Sie sind an einem Ort namens Stadtmitte und scheinbar gibt es dort irgendeine unterdrückerische Macht. Okay. Ich habe vorhin mit Momo gesprochen. Seine Augen. Ich kenne den Blick. Er wird nicht mit uns kommen. Lass uns die anderen Notizbücher finden. Okay. Mysteriös. Halt, da hat's noch was. Notenblatt. Ah, das nächste ist vermutlich da oben.
Sie hat da gerade hochgejumpt? Ich würde sagen, wir gehen den gleichen Weg hier wieder. Aber zuerst schauen wir mal, was wir hier haben. Rutenblatt. Ich kann da in die Tür rein, oder? Na, ich tue nur wieder kratzen. Klingt jetzt wieder in der Dusche. Okay. Hier. Hier hinten ist auch noch was. Na komm, dann mal hier rüber. Ich da. Ja, okay. Nicht so geil empfangen. Das sind dann mal viele Bücher hier. Komm, geh wieder runter. Ist es... Ja. Okay. Simulation wie bei mir zu Hause. Das ist auch ein schönes Bild. Hm. 11. Oktober. Können die umfallen? Hey Doc, ich habe den Schlüssel zu deinem Safe gefunden. Du musst echt vorsichtiger sein. Okay. Es reicht nicht, den Safe hinter einem Haufen Bücher zu verbergen. Jess, die Bibliothekarin. Ah. Okay. Also es kann umfliegen. Ah, okay. das da, glaube ich. Was haben wir da? Ah, das Notizbuch. Gute Arbeit. Ein weiteres Notizbuch. Das hier scheint jemandem namens Doc zu gehören. Nach wochenlanger Forschungsarbeit habe ich einen Spektrometer mit dem... Was? Mit einer starken UV-Lampe kombiniert. Damit sollten wir in der Lage sein, die Zeugs auf unserem Weg zu Hause mit abzuwehren. Ah. Genau so. UV-Licht. Der erste Versuch war explosiv. Ich musste ihn vielleicht unter Realbedingungen testen. Okay. Ja, ich habe schon eine Idee, wo das andere ist. Ist hier noch? Oh. Du bist hier aber schon länger. Wie du deine künstliche Intelligenz entwickelst, um so kreativ wie ein echter Mensch zu sein, Band 42. Oh. Blatt. Oh, können wir den anmachen? Den Schall. Ne, sieht nicht so aus. Okay. Ich glaube, wir haben alles. Dann einmal auf die andere Seite. Genau gegenüber. So einen schnellen Weg rüber? Nee, oder? Oh, bist du jetzt irgendwie so ein. Alter Grandpa. Oh hey, du bist es. Was für ein komisches kleines Kerlchen. Aber irgendwie strahlst du aus. Okay. Ich fühle mich veranlasst, dich zu streicheln, aber tu es nicht, weil ich nicht weiß, warum. Okay. Heptor. Ich wollte ja eigentlich nach oben weiter. Kann ich hier wieder zurück? Ja, so. Oh, Automat. Ist mehrmals. Okay. Das ist dann für den einen Händler da.
Wir werden hier noch länger sein. Ich könnte mir denken, dass das Kabel und Co. dann für den Lift ist. Entschuldigung. Oh, du siehst anders aus. Ach nee. Oh, oh, wisst ihr, was jetzt echt fies wäre? Die Sachen hier runterzuschmeißen. Ich bin mal ganz doof, ne Katze. Oh, ich kann es gar nicht runterschmeißen. Ach, das verschwindet hier drin. Okay. Schade. Ich wollte gemein sein. Ah, übersetzen. Belüftungsstromversorgung. Okay, ich habe wieder Stromdingens. Das wäre jetzt aber nix. Ah. Okay. Ich habe nichts gesagt. Oh, oh ja, lass mal was trinken. Das Zimmer ist jetzt nicht gerade groß. Die Tür können wir nicht aufmachen. Was hat das jetzt gebracht? Ah, da hinten. Warte. Okay. Kein Glitch. Doch hier was sein. Ah, cool. Ah, die Mechanik hat auch was Gutes. Jetzt bin ich wieder draußen. Das war jetzt so total sinnbefreit. Doch nicht einfach nur so in den Raum hier rein. Wo war jetzt Morphe hier? Okay. Na, ich sehe es jetzt gerade irgendwie nicht. Komm, Katze, geh mal wieder runter. Dann gehen wir mal hier noch unten oder hier rüber. Findest du, dass ich jetzt hier bin? Ich komme da nicht rüber. Ich kann hier runter. Oh, merken. Das ist eine Erinnerung. Erstaunlich. Die Gefährten haben sich enorm weiterentwickelt. In den Anfängen ahnte ich ihre einfache KI die menschliche Kunst lediglich nach. Jetzt haben sie ihre ganz eigene. Die Menschen haben oft gesagt, dass es in verzweifelten Situationen wichtig ist, künstlerisch tätig zu sein. Das sind zweifellos verzweifelte Zeiten, ja. Ach, Musik ist wichtig. Oh, da hat es wieder Automaten. Dann
Schnapp mir schon mal die zweite Dose. Na du? Oh, warte mal, Kuh. Spielst du jetzt so Musik? Oh, ist das süß. Oh. Na okay, liebe Leute. Dann würde ich sagen, ist erstmal an der Stelle Schluss. Und schauen wir, dass wir in der nächsten Episode das nächste Notizbuch finden. Und ich glaube, das ist da oben nochmal in dem Raum da drin. Ich werde da nochmal hingehen. Aber ja, wir sehen uns in der nächsten Episode. Tschüss.